Heute erkläre ich dir, was eine Tabelle und was ein Diagramm ist und warum es Sinn macht, dass man so etwas weiß und wie man damit im Alltag umgehen kann und wo es uns hilfreich sein kann. Die Tabelle ist dir schon bekannt, weil jeder Stundenplan, den du benutzt, ist so eine Tabelle. Sie ist eingeteilt in einzelne Spalten, so heißen die Reihen von oben nach unten, und Zeilen, das sind die, die von links nach rechts laufen. Und diese einzelnen kleinen Bereiche hier bezeichnet man als Feld. Du kannst also hier am Stundenplan genau erkennen, wie viele Stunden werden in der Schule jeden Tag gegeben und welche einzelnen Unterrichtsfächer haben die Kinder an den einzelnen Tagen. Diese Tabelle kann man auch gut benutzen, wenn man ein Fest organisieren möchte. Dann schreibt man in die erste Zeile die Veranstaltungsorte, wo findet etwas statt. Und in die Spalten schreibt man Uhrzeiten und welche Dinge dort stattfinden sollen. Ein Diagramm benutzt du, um zum Beispiel darüber abzustimmen, was im Unterricht als nächstes passieren soll. Wenn man in Sachunterricht ein Thema bearbeiten möchte und die Kinder stimmen ab, was soll als nächstes drankommen, benutze ich ein Diagramm und habe wieder von oben nach unten die Spalten und von links nach rechts die Zeilen. Und in dieser Klasse gab es Haustiere, unsere Schule, Jahreszeiten und Familie und Freunde. Und wenn du die einzelnen Felder zählst, wirst du erkennen, dass 10 Kinder von allen in der Klasse sich für Familie und Freunde entschieden haben. Und das wird dann wohl das nächste Thema sein. Ein solches Diagramm kann ich auch gut benutzen, wenn ich zum Beispiel darüber abstimmen möchte, was auf dem Schulfest alles gemacht werden soll. Und ich möchte alle Kinder der Schule befragen. Ich habe wieder die Spalte von oben nach unten und die Zeile von links nach rechts. Und in den einzelnen Feldern kann ich wieder abzählen, wie viele Kinder wofür abgestimmt haben. Und wer hier derjenige war, der sich mit seinem Vorschlag durchgesetzt hat, kannst du selber herausbekommen, indem du zählst. Und zwar in deinem blauen Flex und Flora. Dort sind nämlich nochmal Tabellen und Diagramme, genauso erklärt, wie ich es eben schon gemacht habe. Und du kannst die einzelnen Aufgaben dazu lösen, weil du jetzt Unterschiede und Gemeinsamkeiten und Nutzen kennengelernt hast.